verstrickt. Sie sagen also, hinter all dem steckt eine religiöse Agenda. Im Westen hören wir nicht viel darüber. Es scheint also eine Mauer des Schweigens zu geben. Wie kommt das? Nun, sie hören nichts davon, weil die nigerianische Regierung nicht will, dass etwas davon nach außen dringt. Darum kommen diese ganzen Erklärungsversuche mit dem Klimawandel und so weiter. All das kann die Regierung tun, denn alle Strukturen wurden so geschaffen, dass sie ihr in die Hände spielen. Zum Beispiel sind die Botschafter Nigerias bei den Vereinten Nationen, bei der EU, bei den USA und in Großbritannien alle Fulanis. Und selbstverständlich zensieren sie jede Nachricht, die das Land verlässt. Und natürlich senden auch die Diplomaten zu Hause in Nigeria nur Nachrichten, die sie für politisch korrekt halten, um keine politischen Verstimmungen mit anderen Ländern zu verursachen. Und darum schweigen sie gegenüber der Außenwelt. Darum bin ich froh, dass ich hier die Möglichkeit habe, den Menschen einen alternativen Blick auf die Wirklichkeit zu ermöglichen. Und vielleicht ist das ja die richtige Version, die ich Ihnen erzähle. Denn ich bin betroffen und ich stecke tief im Geschehen drin. Ich bin jemand, der gerade Verfolgung erlebt. Denn ich kann Ihnen als Bischof sagen, dass ich gerade 12 meiner Pfarreien nicht besuchen kann. Es geht nicht, aus Sicherheitsgründen. Ich komme nicht zu meinen Gläubigen. Sie sind alle verstreut und einige wurden getötet. Darum, ohne jede Voreingenommenheit, kann ich Ihnen versichern, das ist eine islamistische Agenda.